Salut Freunde, ich bin's Marcel von Gannikus. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe zwei sehr Bodybuilding-lastige Wochenenden hinter mir, die ich gerne mit euch gemeinsam Revue passieren lassen möchte, denn es ist einmal die Dubai Pro Show gewesen und einmal die Dubai Muscle Show. So, Dubai wird meiner Ansicht nach, wenn es nicht sogar schon passiert ist, aber es wird zwangsläufig in den nächsten ein bis zwei Jahren passieren, Los Angeles als Bodybuilding-Mekka ablösen. Warum? Wir haben hier einmal das Binus Gym, was meiner Auffassung nach definitiv das krasseste Bodybuilding-Gym ist, weltweit. Und es kommt jetzt auch noch ein Oxygen-Gym nach Dubai. Und man muss jetzt sagen, die Oxygen-Gyms sind auch unfassbar geil. Was eben das Binus noch so ein bisschen unterscheidet vom Oxygen-Gym ist, dass du im Binus eine größere Vielfalt an Maschinen hast. Und das ist im Oxygen-Gym ein bisschen anders, wobei die auch sehr, sehr nice sind. Sind ein bisschen cleaner, bisschen klarer strukturiert. Naja, wenn du jetzt auf jeden Fall diese beiden Gyms hier hast, plus du hast in Dubai eine sehr hohe Dichte an qualitativen Gyms, ist es unweigerlich so, dass Dubai das neue Bodybuilding-Mekka wird. So, jetzt ist die Frage, hat man das bereits bei diesen Events gemerkt? Also einmal die Dubai Pro und einmal die Dubai Muscle Show. Fangen wir mit der Dubai Pro Show an. Die war vom 22. auf den 23.10. Es war eine Pro-Show. Dort gab es einmal die 212er-Klasse, hat ja der Steve Bentin mitgemacht, dann die Classic Physik und die Men's Physik-Klassen. Im Vorfeld ist es so gewesen, du hast eigentlich in Dubai nichts davon mitbekommen. Im Binus gab es auch keine Werbung dafür. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass das Oxygen Gym so einer der Veranstalter des Ganzen gewesen ist. Und wahrscheinlich besteht da so eine gewisse Konkurrenzsituation. Ich weiß aber nicht 100%. Jedenfalls ist es so gewesen, du hast jetzt nicht wirklich viel Werbung gesehen. Die Karten konntest du auch nur im Oxygen Gym und auf der Website vom Oxygen Gym kaufen. Jetzt ist nur das Ding so, das Oxygen Gym, es gibt es in Abu Dhabi, was nicht Dubai ist, ja. Und wer in Dubai lebt, der ist jetzt nicht irgendwie permanent in Abu Dhabi. Und dann gibt es natürlich noch andere Oxygen-Gyms, aber die sind noch weiter weg. Bedeutet also, die allermeisten werden die Karte entweder im Vorfeld online gekauft haben oder direkt vor Ort. Ich dachte mir, ja okay, wenn jetzt die allermeisten die Karten vor Ort kaufen müssen, dann wird das Ding ja nicht so voll sein. Pustekuchen, das war wirklich voll. Also es war sehr, man muss sagen, ich bin da reingekommen und war sehr, sehr positiv überrascht. Richtig geile Bühne, geile große Bühne, Dubai typisch, wenn dann richtig, Superlative, sehr, sehr schönes Bühnenbild, genial. Und die Zuschauerränge, die waren auch komplett voll. Also da war richtig, richtig was los. Ich würde sagen, zu 98% oder 99% war das Ding ausverkauft. Es gab so vereinzelte Sitzplätze, aber man musste schon wirklich sehr, sehr schauen. Ich meine, es gab, ich weiß nicht, ob es eine Schlägerei war oder ob irgendwie zwei Parteien sich so angegiftet haben, aber das war das allererste Mal, dass ich in Dubai sowas gesehen habe, weil grundsätzlich muss man sagen, so Asoziales und Kriminalität ist hier sehr low. Und dann dachte ich so, oh Mann, ey, muss das jetzt hier auf einem Bodybuilding-Event sein? Aber ich habe es nicht richtig gesehen, daher vielleicht war das auch nur heiße Luft. Jedenfalls ist so, das Ganze wurde moderiert von, wie Markus Rühl sagen würde, Bob Cigarillo. Der hat das auch sehr souverän gemacht. Die Qualitätsdichte bei den Athleten, die war schon hoch. Ich würde sagen, aus dem einfachen Grund, es ist ja so, du hast jetzt in Middle East nicht so viele Events. Und es gibt jetzt für die Athleten hier dann auch nicht so viele Möglichkeiten, sich für ein Mr. Olympia zu qualifizieren, wie es zum Beispiel in Europa oder USA der Fall ist. Dementsprechend wissen natürlich viele Athleten, das ist hier so ihre Chance, sich für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Und es ist auch ihre Chance, sich so allgemein zu präsentieren. Und das hat man dann doch auch deutlich gemerkt. Also es waren überwiegend arabische Bodybuilder da, die aber
ein gutes Paket abgeliefert haben. Wenn ich es jetzt auch vergleiche, also Steve Bentin war einer von zwei deutschen Athleten, der wurde am Ende, ich glaube, 11. oder 12. Und also wäre er jetzt 13. oder 15. geworden, dann hätte er sich auch nicht beschweren können. Das muss man ganz klar sagen, dass das Niveau war schon wirklich sehr, sehr gut in allen Klassen. Definitiv. Das war es eigentlich auch schon erstmal zur Dubai Pro Show. Also es war eine gute Show, gut organisiert. Dass die im Finale, also das ging, glaube ich, so ungefähr 2-2,5 Stunden, dann war das durch. Das ging auch so wirklich Schlag auf Schlag. Schöne Bühne, hat für mich wirklich gepasst. War eine coole Show. Dann kommen wir zur Dubai Muscle Show. Die war vom 28. bis zum 30.10. Und hier würde man jetzt vermuten, das ist auch so eine reine Bodybuilding-Show. Vielmehr ist es aber wie eine Art kleine FIBO Power, also es ist eine Expo, wo du auch Bodybuilding-Wettkämpfe hast. Es wurden Elite Pro Cards dort vergeben. Dementsprechend ist es so gewesen, es gab Bodybuilding-Wettkämpfe, die waren jetzt auf einem okay Niveau, weil es sind ja noch keine Profis. Und man muss jetzt auch dazu sagen, Elite Pro ist halt jetzt auch nicht wie IFBB Pro. Jedenfalls bin ich letztes Jahr auch auf der Dubai Muscle Show gewesen und das Event an sich hat schon wirklich einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht. Letztes Jahr war das Ganze noch ein bisschen dilettantisch und es ist aber so Dubai-typisch. Also als Deutscher ist man ja so ein bisschen gewöhnt, wenn etwas scheiße ist, dann ist es erstmal die nächsten 5 bis 10 Jahre scheiße, bis sich da irgendwas ändert. Hier ist alles sehr dynamisch, sehr progressiv. Dubai ist ja wie so ein schnell wachsendes Startup. Also die Entwicklung, die geht hier oftmals sehr, sehr schnell. Und das hat man definitiv auch bei der Dubai Muscle Show gesehen. Nicht nur, dass das Event einfach einen unfassbaren Sprung nach vorne gemacht hat, sondern auch die Competition. Ja, also letztes Jahr war das super, super low und dieses Jahr hast du gemerkt, dadurch, dass hier halt auch ein sehr, sehr starker Zuzug ist, natürlich auch von Bodybuildern, weil Dubai eben immer mehr zum Bodybuilding-Mekka wird, war das Athletenniveau schon deutlich besser. Aber ganz klar, man geht jetzt nicht auf die Dubai Muscle Show wegen den Wettkämpfen, weil es ist keine Pro-Show. Und ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht zusammenlegen. Also die Dubai Pro-Show und die Dubai Muscle Show, weil dann hättest du bei der Dubai Muscle Show einfach auch einen Profi-Wettkampf. Und der würde das ganze Event natürlich auch nochmal so mit nach oben ziehen. Insgesamt muss man sagen, als Besucher, als Bodybuilding-Fan ist das schon eine coole Sache, die Dubai Muscle Show, weil es ist alles deutlich kleiner und zivilisierter als die FIBO. Du hast aber verhältnismäßig viele Stars, auch wenn ich dazu sagen muss, du hast halt eher so die älteren Stars, die dorthin kommen müssen, weil bei denen tickt natürlich auch so ein bisschen mehr die Uhr beim Geldverdienen. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal angucke, es war zum Beispiel Big Ramy da mit seiner neuen Supplement Company, Ronnie Coleman war da, Kai Green war wohl da, den habe ich aber nicht gesehen, Hardy Chopin, Dexter Jackson, Dorian Yates, die beiden auch mit ihrer Supplement Company, Ulysses mit Biotech, André Dieu, Ivo Jen war ja auch da, Larry Wheels, wobei Larry Wheels lebt auch in Dubai. Kevin Lee Roney war mit seiner Company da. Brian Ansley war mit Java Labs da. Wer war noch da bekannt? Rolly Winkler. Rolly Winkler habe ich gestern auch im Binus Gym gesehen. Meiner Meinung nach, Karriere ist vorbei. Also er hat einfach so viel Muskeln abgenommen. Er ist immer noch, ja, natürlich im Gegensatz zu einem Lauch wie mir, ist er immer noch krass, aber ich habe Rolly ja zu seiner besten Zeit gesehen und da ist jetzt schon wirklich sehr, sehr viel Substanz weg. William Bonick war da, Martin Fjord war da, Dennis Wolf war da, der war bei Gym 80, Chris Cormier, Java Labs, Indiana Paulino, Lazar Angeloff war mit seiner Supplement Nutrition da. Leider habe ich Lazar nicht gesehen. Das hätte mich wirklich interessiert, in welcher Verfassung er ist. Wer war noch da? Sean Ray ist da gewesen, Sergio Livia, wobei der auch, also den sehe ich irgendwie gefühlt immer im Binus. Nathan Lee Asher ist da gewesen, Neil Hill ist da gewesen,
Victor Martinez ist da gewesen. Also ihr seht schon, da sind schon einige von den älteren Stars, von den jüngeren jetzt Lone Franklin, Regan Grimes, Larry Wheels. Und dann muss man sagen, hört das so bei diesen Stars, die jetzt noch so, die aktuell ihren Peak haben, waren nicht viele da. So, insgesamt interessante Entwicklung, dass so die ganzen eher ausgedienten Bodybuilding-Stars alle da waren mit ihren eigenen Supplement-Companies, wobei man auch da dazu sagen muss, das ist halt mehr Lizenzgeschäft. Das ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei mir mit Gannikus oder Rocker mit Julian oder wen haben wir noch? Simon Teichmann mit Body IP. Also, dass sie da so hart into it sind und das ihre Babys sind, sondern das ist dann halt doch eher Lizenzgeschäft. Aber das ist eigentlich so eine eigene Episode wert. So, was ist aber das Coole an der Dubai Muscle Show? Wenn du jetzt wirklich so ein straighter Fan bist, kannst du dort viel, viel einfacher mit den Stars interagieren, weil auch wenn das Ganze gut besucht ist, wie gesagt, es ist deutlich zivilisierter als die FIBO. Es ist nicht so laut, es ist nicht so überlaufen, ja, und du musst dich auch nie so lange anstehen. Deutsche Firmen waren zwei da. Es waren noch so ein paar kleinere, aber die werden euch jetzt nichts sagen. Einmal Body Attack, die hatten einen Stand, wie man das von denen auch, also war jetzt nicht so ein FIBO-Stand, ja, aber war jetzt schon ein ganz guter Stand. Und Gym 80. Bei Gym 80 bin ich auch mal gespannt, wie sich das so in Zukunft entwickelt, ob die wirklich expandieren wollen. Man muss halt schon sagen, jetzt mal so Real Talk, ja, wenn man sich jetzt Hammer Strength, Panatta, Gymleco, diese Marken anguckt und diese an diesen Maschinen trainiert, dann ist halt so eine Gym 80 Maschine, das ist so, wie soll ich sagen, also das ist ein bisschen so, wie wenn du irgendwie mit einem Mercedes oder Audi oder BMW fährst und dann ist Gym 80 für mich so ein bisschen wie so ein Lada oder Hammer oder sowas, ja, also das ist halt ein Auto, das ist robust, da kannst du selber dran reparieren, da ist nicht so viel Technik drin, aber du merkst halt auch, das ist halt eher dafür konzipiert, dass die McFit Rambos die Geräte nicht kaputt machen und nicht, dass du jetzt die geilste Muscle-Mind-Connection hast. Und daher bin ich mal gespannt, ja, ob man das dann so in der Welt auch wirklich sehen wird, Gym 80 später. Insgesamt, was würde ich so sagen, mein Fazit, Dubai Muscle Show, lohnt es sich jetzt extra aus Europa da anzureisen? Sicherlich nicht für die Expo, weil ihr seht da nichts, was ihr nicht schon auf einer anderen Expo gesehen habt. Ganz klar. Aber wenn man das Ganze jetzt verbindet mit einer allgemeinen Dubai-Reise und man muss ja sagen, Dubai ist definitiv eine Reise wert, auch abseits von dem ganzen Fitness-Zirkus, lohnt sich auf jeden Fall. Also wer sagt irgendwie eine Woche Dubai, Ende Oktober macht auf jeden Fall Sinn, dann ist es nicht mehr so heiß. Ihr könnt die Dubai Muscle Show mitnehmen, vielleicht sogar die Dubai Pro Show. Das macht auf jeden Fall, das kann Sinn machen, eine coole Dubai-Reise. Dann könnt ihr auch die Hotspots hier euch angucken, Gyms, Binos, Seven, Train Beach, nächstes Jahr Oxygen. Das ist schon cool. Und wer halt auch Bock hat, so diese alten Idole nah zu sehen, der hat hier definitiv die bessere Möglichkeit. Und ich war jetzt ja auch schon als Beispiel auf der Body Power UK und da fand ich jetzt die Dubai Muscle Show hier schon cooler. Also es ist schon doch das deutlich coolere Event. Ich bin mir ziemlich sicher, im nächsten Jahr wird das nochmal einen Sprung nach vorne gemacht haben. Und dementsprechend, wer einen Urlaub für nächsten Herbst plant und im Fitness und Bodybuilding interessiert ist, dem kann ich das Ganze empfehlen. Empfehlen kann ich euch zum Schluss auch kleiner Disclaimer in eigener Sache, mal bei Amazon vorbeizuschauen, denn wir werden, wenn diese Episode kommt, wahrscheinlich schon 3 Produkte auf Amazon gelistet haben. Schaut da einfach mal vorbei. Es wird da den Galenicus geben, den Galenicus Pump und das Verum Whey. Alle anderen Produkte gibt es nach wie vor bei uns im Shop. Aber wer Prime hat und sowieso da viel einkauft,
kann mal bei Amazon vorbeischauen, einfach mal eingeben, Galenicus, Verumway etc. Da kommen jetzt auch unsere Produkte und nicht nur irgendwelche Nachahmer. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat diese kurze, knackige Episode gefallen. Lasst euch nicht verarschen. Salut!